So, meine lieben Soul-Systembewohner, ich grüße euch. Hi. Ist ein bisschen laut, das Spiel. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz den Ton runtergedreht. Es ist wirklich extrem laut. Und egal, was ich mache, ich kriege es nicht leiser gestellt. Ich habe jetzt mal minus 30 Dezibel. Das ist kein Witz. Ich bin mir nicht sicher, wie es dann in-game ist. Und wir müssen mal schauen. Ich drehe mal noch weiter runter. Das wäre immer noch zu laut. Ich hoffe, dass es jetzt so geht und ihr mich gut hört. Also, ich zeige es euch ganz kurz, bevor überhaupt was losgeht hier, ja. Jetzt können wir anfangen. Also, meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, The Sapling. Ich fand die Melodie sehr schön und den Eingangstext und alles. Und um was es geht, habt ihr ja hoffentlich gelesen. Es ist ein Evolutionsspiel. Und wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Es ist einfach nur mega geil. Also, wir haben ja einen Entwickler hinten dran, der das macht. Ihr findet alles dazu dann in der Videodescription. Ich hoffe, dass ich da nichts vergesse. Auch einen Link zu dem Hauptkanal von The Sapling. Und es ist ein sehr sympathischer Mensch, der da dahinter steckt. Und der einfach ganz allein ein Evolutionsspiel entwickelt. Und er ist auf einem sauguten Weg. Also, wie soll ich Ihnen das jetzt beschreiben? Am besten, wir gehen gleich dann rein und legen los. Für euch wichtig ist es gibt einen Sandbox-Modus. Da geht's los mit der Erstellung von dem Planeten, bis hin zur Gestaltung eben eurer Pflanzenwelt und auch eurer Tierwelt. Und ihr könnt dieser ganzen Evolution zuschauen oder auch entsprechend eingreifen und neue Arten erschaffen und einbringen und weiß der Geier was. Und die entwickeln sich dann und passen sich gewissen, ja, klimatischen Schwankungen an und lauter anderes verrücktes Zeug. Das halt einfach so in Evolution ein Faktor spielt. Was ich gut fand, war einfach hier, dass man auf die Community gehört hat und auf das Feedback gehört hat. Und dieses Spiel hat einen ganz anderen Umfang, als es noch früher war. Es ist eine Beta-Version, die am 13. September, wo ich mich wahrscheinlich auch das zweite Mal mit meinem Earvibe erfolgreich das zweite Mal reproduziere. Da wird es dann, sage ich mal, aus dieser Beta-Phase rauskommen und ist offiziell draußen. Das heißt, wir werden auch noch einige Fehler treffen. Er hat es ja selbst gesagt, er hofft, dass es überhaupt 15 Minuten durchhält, bevor irgendwas crasht. Ich bin überzeugt, dass wir mehr als 15 Minuten schaffen. Und ja, ich freue mich einfach jetzt, dass ich loslegen kann. Also New Game. Was habe ich mir gedacht da dabei? Klar, das Spiel ist jetzt noch auf Englisch. Vielleicht werde ich es einfach, weil mir langweilig ist, auf Deutsch übersetzen. So für frei. Und man hat sich hier interessante Gedanken gemacht, wie man dieses Spiel dem Spieler erstmal erklärt. Und dazu hat man verschiedene Szenarien gemacht, die man einfach abarbeitet. Da geht es mit der Küstenlinie los, sage ich mal, mit dem Strand. Später gibt es die Berge, die ersten Kreaturen, was so bedeutet, der Greenhouse, ne, und so weiter. Das erste Desaster gibt es mit dem Asteroideneinschlag. Dann kommen die Blumen und sowas. Und es gibt sogar eine Ice Age und sowas. Es ist saugeile Ideen. Also das sind so Sachen, die musst du einfach, das musst du einfach, die Ideen musst du machen, die Ideen musst du kommen und das dann auch entsprechend umsetzen, den Spieler Stück für Stück auf verschiedene Features im Game halt hinzuweisen und zu erklären, wie das Spiel geht. So geht das. Genau so geht das. Genauso wie dieses Spiel auch entwickelt worden ist. Also erstmal mit den Basics hat das angefangen und hat sich dann immer weiter verbessert. Mit ein paar Neuerungen, aber da kommen wir gleich dazu. Die Sandbox ist wirklich Planeten erstellen und dann könnt ihr drauf loslegen. Jetzt spielen wir aber erstmal die Szenarien. Endlich. Endlich ist er still. Scenario, End Goal. Make sure that one species with branches survives a century before the year 1000. Da muss ich einen Schluck trinken. Dass die Branches survive a century before the year 1000. Let's go. Ja, was haben wir denn hier? Was denn das? Hä? Evolutionsspiel, Ben Cake. Was denn du da für ein Gemüse? Ja. Ich muss nur mal ein bisschen vom Sound runter.
Geht nicht anders. Dann stoppt auch immer so ein bisschen das Spiel, sonst ist es einfach zu laut. Also, ich bin ein kleiner Hobby-Evolutionsbiologe, mehr aber auch nicht. Ich hätte mein Leben gern, mein, wirklich sehr gerne Biologie studiert. Ich bin nie dazu gekommen. Und es gibt ein paar richtige Profis da draußen, die auch meinem Kanal folgen. Und umso aufgeregter ist man natürlich, wenn man sowas präsentiert. Aufgrund des Feedbacks der Community hat man sich entschieden, auch so mit dem Leben umzugehen, wie man eigentlich es tun soll. Und zwar zuerst mal ist das Leben im Ozean entstanden. Das ist mit der höchsten Wahrscheinlichkeit so, sage ich jetzt mal. Unsere Wissenschaft ist ja sehr weit vorangeschritten. Und entsprechend setzt auch das Serpling an und wir starten erst mit den ersten Lebensformen im Wasser. Und was kann ich jetzt hier so machen? Ja, ich kann jetzt zum Beispiel die Farbe von unseren Pflanzen verändern. Das hat damit zu tun, normalerweise die Farben von Pflanzen, dass sie natürlich mit dem Licht interagieren und ja, Photosynthese betreiben. Und es kommt immer so ein bisschen auf den Stern an, den wir da so haben. Jetzt können wir natürlich ganz verrückte Algenfarben machen, aber ich mache jetzt erstmal, dass wir uns auch dran gewöhnen, so ein bisschen das Grün, das wir auch kennen. Wir können die so ein bisschen brighter machen oder dunkler. Ich mache sie ein bisschen dunkler. Und dann können wir so ein bisschen auch die Blätterbreite bestimmen. Und ich sag mal, diese Pflanze hat schon ein bisschen breitere Blätter. Einfach, weil ich das möchte. So. Also, was steht hier? Required Soil Softness. Minimum, Maximum. So, required Water, die Tiefe. Minimum, Maximum. Okay. Anscheinend kann die sehr weit verbreitet sich ausdehnen. Maximum Current Speed. Okay. Expected Offspring 3 Stück. Okay. Ready? Mal gucken, was jetzt passiert. Ich hoffe natürlich nicht der Absturz. Das ist es nicht. So, also, Tutorial. So, you are introducing Species Varia. Und jetzt seht ihr hier, wir haben später mit dem Planeten zu tun. Hier haben wir jetzt aber eine Szenario-Map und wir sollen diese Pflanze jetzt aussetzen. Und ihr seht jetzt hier eben Ocean Tiefe, Ocean Current Speed. Ja, oder Softness, sage ich mal. Will sie arrive here? Ihr seht, es gibt einen Bereich rot, da wird sie sterben, ist ja klar. Und es gibt hier den Wasserbereich. Wenn wir jetzt mal abtauchen, sieht das schon mal sehr, sehr geil aus. Die Kamera ist noch nicht ganz optimal, aber auch das wird noch verbessert im Laufe des Spiels. Also unter Wasser sieht es schon mal sehr nice aus. Okay, komm, hör mal auf. Wir setzen mal unsere ersten kleinen Algen. Und wo hat das Leben angefangen? Ich würde mal sagen, hier an den Steinchen. Flups. Flups. So. Wir setzen hier noch welche hin. Wir wollen ja nicht jetzt. Wir klotzen, wir kleckern nicht. Wir haben eine sessile Lebensform erschaffen damit. Wir werden natürlich nicht nur an einer Stelle das tun, wir werden das an mehreren Stellen tun. Ne? Kann hier ein bisschen drehen. Ich werde es nicht übertreiben, aber ich möchte es trotzdem ein bisschen schön haben. Setzen wir die hier überall hin. Kann auch ein bisschen schneller klicken. So, dann wird es hier gleich ein bisschen mehr. Will ja auch, dass wir da Erfolg haben. So, in dem Moment, wo wir näher ranscrollen in dem Spiel, dürften normalerweise die Pflanzen sich auch gleich bewegen, wenn wir sagen, okay, wir sind ready. Und ich bin jetzt mal so was von ready. So, your first milestone. Create a algae that can survive without any help. Task. Make sure that one species has been alive for a century. Reward unlock smaller and larger algae. Okay, alles klar. Gut. The first warrior was born. Ich guck mal ganz kurz, ob es jetzt schon losgeht. Ja, es bewegt sich schon. Und jetzt seht ihr hier, scheint die wohl erstmal zu existieren. Wir haben nichts mehr in unserem kleinen Semi-Ausschnitt eines Planeten als diese Alge. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Geschwindigkeit beschleunigen können. Das können wir. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten. Wir können es auch verlangsamen. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier vom Scratch machen. Das heißt, wir können noch so eine bauen uns, wenn wir das wollen. Bei den Algen haben wir jetzt nicht so viel
Möglichkeiten, sage ich mal. Ja, ich werde jetzt noch eine zweite machen, die mit den dunklen Branches. Ich kann jetzt hier noch nichts großartig verändern oder einstellen. Die sind ja noch recht einfach gemacht. Und dann sage ich jetzt hier, ready new species. Machen wir auch eine andere Farbe. Und dass wir da ein bisschen Unterschied und Varianz bekommen. Und die setze ich einfach mal wild umher. Und dann haben wir noch eine zweite Spezies, die plötzlich jetzt entstanden ist, die merkwürdigerweise eine andere Farbe hat. Ich will einfach mal ein bisschen unterscheiden können. Die tun die Großblättrigen oder die Einblättrigen sich besser vermehren. Das werden wir gleich rausfinden. Noch ist natürlich nicht viel zu sehen in dem Spiel. Ne? Das ist ja klar. Also wir müssen das ja erst lernen. The first baby was born. Irgendwo muss jetzt eine entstanden sein. Okay. Wir beobachten mal von hier aus ein bisschen unser Ozean. Ne? Gucken wir mal. Ah! Kamera drehen. Ja, das ist ein bisschen zu hell, ne? Kann man nicht so gut erkennen jetzt. Ja, und ihr seht, dass hier die Pflanzen ein bisschen sich, also die Algen, Entschuldigung, ausdehnen oder eben halt auch manchmal wegsterben. Completed. Milestone. Adorable algae. You have unlocked smaller and large algae. Okay. Milestone. Beautiful peaches. Life comes in all shapes and sizes. So ist es. Create shorter algae that can survive in shallow water. Task 1. Make sure that one species that can survive in shallow water survives a century. Reward unlocks the plant editor. Oh mein Gott. Also, die Pflanzen wollen wohl nun langsam, aber sicher hier mehr an die Küste. Also, gehen wir da mal rein. Und es hieß, wir sollen eine kleinere machen. Ja, dann haben wir die jetzt mal kleiner. Dann machen wir die einmal in dieser grünen Farbe mit den dicken Blättern. Ne, das ist jetzt die gleiche Spezies, sage ich mal, behaupte ich. Ne, die jetzt ein bisschen kleiner geworden ist und hat dicke Blätter. Und die setzen wir jetzt auch nochmal aus. Und jetzt gucken wir mal, wo diese Alge überall überleben kann. Können wir da auch schön an die Küste ran? Jetzt gucken wir mal hier. Hier ist tatsächlich noch Wasser. Und die wird jetzt hier überall geplantet von mir, weil die jetzt hier in meiner Theorie darüber gegangen ist. Und ich sage ready. Aber ich sage direkt auch nochmal eine bitte. Nochmal eine kleine bitte. Und diesmal auch nochmal eine in dieser, sagen wir mal, lila Farbe. Und die will ich jetzt auch nochmal ganz kurz spreaden. Die haben sich nämlich auch verbreitet. Ich bin da mal gespannt, ob das einen Unterschied macht. Und welche Spezies sich da besser durchsetzt. Wir werden sehen. Total spannend. Also für mich ist es total spannend. Für euch erstmal. Aber wir sollen, ich will das einfach, dass ihr das Spiel kennenlernt. Ja, genauso wie ich das auch. Wir spielen rein, wir schauen uns das mal an. Und für eine Beta hat schon mehr als 15 Minuten überstanden. Noch nicht ganz. Gut, das ist ja auch nicht das Sandbox-Game. Aber bevor ich an die große Sache setzt, das heißt also gleich versucht ein Sandbox-Evolutionsspiel zu machen, es ist immer ratsam erstmal zu sagen, okay, know the rules before you break the rules, hat mal ein gewisser Herr Biplaridion gesagt. Ich kann jetzt auch übrigens, schaut mal euch das hier an, ich find's mega toll, ne? Ich kann jetzt auch so richtige Art Kelbalgen machen. Ich nenne sie jetzt einfach so. Seht ihr, die haben hier eine Schwimmblase und sind gleich viel größer. Ich hatte zwar nicht die Aufgabe, das zu tun, aber ich möchte die haben. Ich möchte die haben. Und auch mit den dicken Blättern. Die tue ich mal ein bisschen ins tiefere Wasser setzen. Mal gucken, ob ich das Tutorial ärgern darf. Und ihr seht jetzt schon hier, Achtung, diese große Pflanze, die kannst du nur noch ins tiefe Wasser setzen. Ne? Habe ich jetzt mal gemacht. Ich sage immer Pflanze. Dann gehen wir nochmal auf Ready und dann machen wir das nochmal so. Wir machen nochmal eine mit der Schwimmblase. Ja, ich weiß, es ist jetzt auch wieder das Gleiche, ne? Ready. Dann schauen wir mal an, wie sich das Leben so langsam auf unserem Planeten entwickelt hat, nicht wahr? Wollen wir mal reingucken. The first bee Pardai was born. Ja, es spreadet sich so langsam. Das Leben in unserem Ozean. Die Kameraführung noch ein bisschen schwierig.
Complete Milestone. Beautiful Beaches. You have unlocked the plant editor. Okay. Create a plant that can survive without any help. Make sure that one plant species survives a century. Und unlocking Sculpting Tools in the Editor. Okay. Ja, dann kann ich aber erstmal noch ganz kurz zugucken, wie sich das hier bei uns... Oh, schaut euch das mal an hier. Da entstehen auch... Da seht ihr, guck mal hier, da schaut mal. Da unten. Wie es langsam wächst. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Gefällt mir richtig. Diese Animation, sehr schön. Ne? Also... Algen haben wir schon mal da. An der Küste sind wir auch schon rangekommen. Und dann gehen wir nochmal in den Editor. Und halt, das war falsch. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich da auch einfach wieder Escape machen? Ja, ich will die aber nicht jetzt setzen. Redesign. Nein. Ich will da nicht hin. Ja, ready. Und da ist doch der Plant-Editor. Meine Güte, klick auch richtig, Pancake. Guck doch mal. Okay. Was zur Hölle ist denn das? Eine Gurke? Nein. Also, wir haben tatsächlich jetzt das allererste Mal den Plant Editor. Und ihr seht, beim Plant Editor gibt es einen Teil, der ist über der Erde und der andere Teil ist unter der Erde. Und so haben wir hier Wurzeln. So, und jetzt können wir hier das ein oder andere auch mal jetzt vielleicht bewegen und dann auch setzen. Das Spiel sagt, okay, Roots, das ist das hier. Wir haben die Parts. Traits gibt es keine. Aber ich soll jetzt hier wahrscheinlich nicht so viel bis gar nichts machen. Ich muss mal gucken. Mit dem Mausrad kann ich hier größer und kleiner drehen. Aber noch darf ich hier nichts anderes bestimmen. Okay, kein Problem. Dann setze ich jetzt hier einfach mal die Frucht, wenn ich darf. Dankeschön. Wunderbar. Und jetzt sagt er mir, setze auch noch ein Blatt. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, was ihr sehen könnt. Wie viel Sonnenlicht kann es sich greifen, sage ich mal? Wie windresistent ist es? Und welche Temperaturresistenzen dieses primitive Blatt hat? Ist das nicht faszinierend? Damage if eaten. Okay. Ja, und ihr seht jetzt, im Lauf der Evolution gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Pfade, die gar nicht mehr weiterwachsen. Und dann gibt es natürlich Pfade, mit denen es nochmal weitergeht. Hier zum Beispiel fahren, ja. Und mit diesem anderen Blatt geht es hier in ganz, ganz viele verrückte Richtungen. Schaut euch das mal an. Hier gibt es verschiedenste Blätter und die haben alle Eigenschaften, die ihr nutzen könnt später im Spiel. So, also ich sollte jetzt als nächstes, hieß es ja, noch ein Blatt setzen. Das mache ich auch. Da hätte ich gerne hier eins. Kriege ich es auch wieder? Ja, kriege ich auch so gedreht. Und dann natürlich nochmal so eins. Sieht ein bisschen komisch noch aus, ne? Das ist klar. Ich kenne jetzt nichts. Ich habe jetzt keine DNS-Kosten. Also kann die auch schön viele Blätter bekommen. Die soll ja auch schön Sonnenlicht einfangen, würde ich mal behaupten. So. Meint ihr, die schafft's? Ich würde sagen, ready. Hoffentlich überlebt es die. Und jetzt schaut mal, hat sich was verändert. Und zwar können wir jetzt hier diese Pflanze, unsere neu erschaffene Pflanze, tatsächlich irgendwo hier hinsetzen. Und dann wollen wir das auch und schaffen es jetzt endlich an Land zu kommen. Juhu. Und dann geht es hier mal ran an die Küste, weil da ist das Leben ja so langsam rausgewachsen. Oh, oh. Hier, ja, mehr. Tu dir keinen Zwang an, Pancake. Ganz viele bitte davon. Alles an die Küste. Jawollo. Ich will euch hier, dass ihr hier alle startet. So. Und dann sagen wir ready. Und los geht's. Das ist jetzt langsam. Das ist die normale Geschwindigkeit, dass es nicht so wackelig aussieht, ne? Also haben wir unsere ersten Pflanzen erschaffen. Ich habe jetzt noch nichts Großartiges in dem Blend Editor gemacht, ne? Aber wir können sagen, okay, wir wollen jetzt natürlich wissen, kann ich schon eine andere Pflanze machen? Geht das eigentlich? Geht irgendwas optisch zu verändern oder sonst irgendwas? Die Parts? Nein, noch kann ich hier nichts machen. Bei den Roots geht auch noch nichts. Also muss ich jetzt wegen dem Tutorial einfach weiter zugucken, wie so das Grünzeug eben wächst. So ein bisschen Gartenarbeit jetzt erstmal noch. The first Milnis was born. Hier ist sie. Ne? Sie ist gewachsen. Sehr schön. Manche sterben auch wieder. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die überlebt.
Es gibt ein paar hier, die am Festland, die strugglen ein bisschen, aber anscheinend, desto weiter die von der Küste auch wegwandern, desto eher scheinen sie es zu schaffen. Ist doch schön. Complete Milestone. Pretty Plans habe ich geschafft. You have unlocked Sculpting Tools in the Editor. Aha. Okay. Nun sollen wir eine größere Pflanze erschaffen, die auch überleben kann. Und das würde dann Unlock Branches machen. Und wir müssen wieder ein Sanctuary überleben. Na, dann wollen wir mal gucken. Drag this dot. Okay. Hover this dot. Okay, habe ich gemacht. Und ich möchte das natürlich größer haben. Und zwar, wie viel größer machen wir das denn? Also zunächst einmal kriegt sie einen dickeren Stamm. Ich finde die so ein bisschen, ich will die so ein bisschen so haben. So. Natürlich soll sie auch einen Fruchtkörper besitzen. Und den Fruchtkörper, den setzt sie nicht an die höchste Stelle, aber hier oben hin. So, okay. Dann gucken wir mal, die Roots, die könnte ich etwas verbreitern. Das hätte ich gerne, dass sie mehr Stabilität bekommt. Genau. Ich denke, dass es so okay ist. So. Und dann hätte ich gerne auch für dich Blätter. Und zwar nicht so knapp. Denn wir brauchen ja Sonnenlicht, um zu überleben. Ist ein bisschen, ist am Anfang noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und fummelig vielleicht auch. Und es wird unsere erste Art. Ein baumartiges Etwas ist das hier. Noch kann ich die Sache nicht direkt benennen oder so. Wird natürlich ein oder andere später noch geben in dem Spiel. So, dann kann man hier nochmal ein Blättchen hinmachen und wenn da die Frucht drauf fällt, ist es halt so. Und dann hat diese Pflanze jetzt doch schon mal ganz ordentlich Möglichkeiten. Ich denke mal, wir machen das aber noch ein bisschen anders. Ich setze hier noch einen Fruchtkörper hier unten hin. Das hätte ich gerne so. So, und dann sage ich ready und ich hoffe, dass dieser riesige Baum irgendwie überleben kann. Angeblich kann dieser Baum überall hier oben überleben. Ich bezweifle es. Auch hier werde ich ganz viele setzen, in der Hoffnung, dass ein paar davon übrig bleiben. Das ist natürlich so leicht gecheatet, würde ich mal behaupten, ne? Juhu, Fury. Und dann werden wir mal beobachten, ob unser neuer Baum, nennen wir ihn einfach mal Baum, überleben kann. So, und das sind die jetzt. Und ihr seht auch, unsere alten Pflanzen sind natürlich noch da. Diese neue Spezies, die jetzt da entstanden ist, ne? Die, ja, habe ich natürlich ein bisschen arg heftig gespreadet, ne? Sagen wir es mal so. Mal gucken, ob die Bäume überleben können auf diesem Inselarchipel. Aber ihr seht, es gibt Bereiche, da sind die nicht so gut. Da haben die nicht so viel Bock drauf. Es gibt Bereiche, da machen die das sehr gut, diese Bäumchen. Das kann man auch später alles sehen. Temperaturen, Windgeschwindigkeiten, andere Sachen. Das ist auch wichtig für euch, ja, wenn ihr dann später mal Planeten halbwegs plant. Completed Milestone, Living Large. Jawohl, ich habe es geschafft. Ja, was darf ich jetzt als nächstes tun? Ja, lass mal weiterlaufen. Nicht, dass ich jetzt was verpasst habe. Was ist das hier? Weiß ich noch nicht. Die Glocke. Ich kann auch mal hier reinklicken. Und hier seht ihr, ach ja, genau. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, was für Pflanzen es auf unserem Planeten jetzt zum Beispiel gibt. Wie die heißen, 197 Alives, 153 Jahre alt. Die Milnis, die sind, glaube ich, ausgestorben. Das ist natürlich schade. Die will ich nochmal gerne setzen. Also nehme ich die. Kann ich die nochmal setzen? Was bedeutet das Plus? Ja, und dann kann ich sie nochmal setzen. Ich würde denen nochmal gerne eine Chance geben. Ist ja schade, dass die jetzt schon ausgestorben sind. Ready.
So, lassen wir uns ein bisschen laufen. In der Hoffnung, dass es da noch irgendwie weitergeht und ich jetzt nichts verpasst habe. Es wird natürlich von Stück für Milnis went in stick because it did not have enough offspring. Ja, das ist natürlich bitter. Apropos bitter, wie sieht es denn eigentlich bei uns im Ozean aus? Wie hat sich eigentlich da die Pflanzenwelt entwickelt? Oh, wir sehen einen Haufen von den Grünen mit den dicken Blättern. Seht ihr das? Aber die anderen sind nicht mehr da. Aha. Tatsächlich. Die Grünen scheinen hier die dominante Spezies zu sein. Und die Blaulilanen hier nicht. Tja, wer hätte es gedacht? Okay. Der Pflanzenwachstumssimulator am Anfang noch. Ich frage mich, habe ich jetzt irgendwas versehentlich weggeklickt? Normalerweise müsste ja eigentlich weitergehen, oder? Oder habe ich was verpasst? Ich warte noch bis ins Jahr 600 oder so. Ach so, das könnt ihr ja gar nicht sehen, weil ich da vor dem Weg bin. Moment mal. Schiebe ich nicht mal gnadenlos rüber, da ist ja der Timer und ich bin da die ganze Zeit drauf. Nö. Ja, das kam jetzt irgendwie nicht. Es geht eigentlich weiter im Text. Also ich soll weitere Sachen hinzufügen, okay? Und zwar sagt er mir jetzt hier draufklicken. Ah ja, ich soll ein paar Äste hinzufügen. Ja, das ist doch eine schöne Idee. Dann machen wir mal das so. Das soll auch ruhig ein bisschen weird und alien-like aussehen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich versehentlich weggeklickt und einfach weitergespielt. Das kann man bei mir sich durchaus vorstellen. Und dann kriegt diese Pflanze jetzt hier nochmal ein bisschen was. So. Wir können es länger oder kürzer machen, diese Sachen, die es da so gibt. Dann gehen wir hier mal ein bisschen noch höher. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier tun können mit dieser Pflanze. Man muss halt beachten, macht ihr zu wenig Blätter dran oder zu wenig Fruchtkörper und jenes und selles, dann kann es halt schnell passieren, dass diese Spezies halt nicht mehr überleben kann. Ne? Das ist halt einfach so. Die muss ja einmal aus dem Erdreich Nährstoffe ziehen über ihr Wurzeln, ja. Und sie muss natürlich Sonnenlicht entsprechend in Glucose umwandeln, also eigentlich Zucker. Ne? Eigentlich sind das so Zuckerfreaks, ja. Und ja, wenn ihr bei dem einen zu viel oder zu wenig macht, habt ihr direkt ein Problem. Ne? Also muss man immer gut ausgeglichen haben. Jetzt schauen wir mal hier. Energy used, Energy Profit, ihr seht, die verändern sich. Need for Fruit, ja, und Expected ist ein einziges von diesen Fruchtteilen. Was passiert, wenn ich jetzt noch eins dran mache? So, schon sind es zwei von denen. Ich würde sagen, wir arbeiten mal mit dem hier. Ja, das sieht jetzt nicht so toll aus, weil wir haben jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten und ich habe auch nicht viel Liebe reingesteckt, ne, in diese Pflanze. Muss man ganz ehrlich sagen. Da kann man natürlich sich so richtig austoben, ne, mit der Zeit, das ist ja klar. Also, dass ihr da jedes einzelne bisschen optimiert. Aber okay, wer aufpassen kann, ist klar im Vorteil. Dann wollen wir mal diese neue Pflanze entsprechend platzieren und hoffen, dass es dann auch in dem Spiel etwas weitergeht. Ah, die Kamerasteuerung. Ist noch ein bisschen fummelig, Leute. 5, 6. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier auch nochmal. Hier nochmal. Da oben noch. Wo kann man die eigentlich noch gut beobachten? Machen wir hier nochmal ein paar rein. Okay, und ready. Und dann schauen wir mal. Ja, die ist jetzt mittelhoch. Ich habe sie jetzt nicht zu hoch gemacht. Sie ist ein bisschen bulliger als der Rest der Bande, aber auch in Grün halt, ne? Weil ich habe jetzt von der anderen Farbe nicht so wirklich was möglich. Und ja, dann wollen wir mal ein bisschen beschleunigen. Ja, jetzt hat es doch einen ganz schönen Ruckler gekriegt. Das liegt aber auch daran, dass ich, wie soll ich sagen, also ist glaube ich auch abgestürzt insgesamt. Ich versuche mal kurz hier reinzuklicken, ob ich da irgendwie das retten kann. Wenn ich da jetzt wegklicke, uff, ich konnte es halbwegs retten.
Okay. Mal gucken, ob es jetzt wieder zurückspringt. Oder meine Simulation völlig gekracht ist. Wahrscheinlich muss ich natürlich, obwohl mein Rechner ja eine extrem, extrem gute Leistung hat, das ein bisschen runterschrauben, weil das sonst nicht funktioniert, ne? Also ja, ich merke schon, also das ist jetzt erstmal so weit, glaube ich, abgeraucht, das Spiel. Das wäre natürlich schade, wenn es so früh passiert ist. Aber was haben wir geschafft? Er hat gemeint, nach 15 Minuten kann eine Beta-Version im Schnitt crashen. Mir hat es 31 gedauert. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn ich da rausgehe? Oder versuche das zu beenden und nochmal neu zu starten. Jetzt passe mal auf. Nein, da kommt keine Reaktion. Ist natürlich schade. Sehr schade sogar. Wollen wir nochmal rein? Ja, das ist ordentlich weggeraucht. Ja, ich weiß, dass es keine Rückmeldung gibt. Du sollst es auch tatsächlich zumachen. Dankeschön. Gut. Nochmal rein. Oh oh. Geht unser Szenario noch? Mal schauen. Ich drücke natürlich nochmal dann gleich Kurzpause. Moment. So, da bin ich wieder mit The Zeppelin, immer noch am Versuch, das weiterzuhalten. Also hier sind jetzt die Details etwas anders eingestellt. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert und jetzt auch ordentlich läuft und nicht mehr diese Probleme macht, wie es es zuvor gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Spiel so hundertprozentig gewesen ist, ne? Oh, sorry. Wie gesagt, die Kamerasteuerung ist etwas schwierig. Noch. Wie gesagt, Beta, aber schaut euch mal, boah, die ist hypersensibel. Und die Fixpunkte, die sich da merkt, die muss ich mir noch so das Gespür für entwickeln. Aber ich meine, dass unser neuer Baum noch nicht entstanden ist, ne, den ich mit euch gemacht hatte. Ich glaube, den hat er jetzt hier nicht. Oder hat das Spiel nicht. Ja, das zeigt es jetzt nochmal an. Tu das, Ben Cake, dann machen wir das halt als und gerade nochmal. Vielleicht jetzt nicht so schön wie der letzte Baum, ne? Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So. Komm in die andere Richtung. Das muss doch gehen. Genau. So will ich das haben. Ja, dann machen wir hier die Früchte hin. So. Und dann wirst du einen Haufen Energie brauchen, denke ich mal. So groß wie du bist. Ihr seht ja, ich kann jetzt hier. This plant is too large, it needs more water. Kommt hier eine Warnmeldung. Oh. Aha. Interessant. This plant does not grow fruit, so will not have offspring. This plant needs more sunlight. Na, oh, jetzt habe ich hier es richtig gemacht, ja, Spiel. Habe es endlich geschafft, das zu begreifen, wie das geht. Wow. Ich bin amazed. Energy Profit wird immer mehr, ja. Klar. Muss man halt wirklich viel Geduld und viel Liebe reinstecken. Vor allen Dingen, wenn ihr. Wenn es noch so ein bisschen schwierig zu steuern ist. Für jemanden, der gleich weiß, in welche Richtung man das klickt, ist es natürlich alles ein bisschen, ist es alles ein bisschen einfacher. Ich muss mich da irgendwie durchkämpfen, ne? Sagen wir es mal so. Versuche so viele Blätter wie möglich anzubringen, damit die mir nicht wieder gleich hops gehen. So, jetzt sind wir ready. Ich hoffe, dass es jetzt nicht abschmiert.
Alles klar. Okay, ich würde sie gerne platzieren, aber dann komm schon. Näher ran. Doch, geradeaus. Ich darf nur eine Richtung klicken, nicht zwei gleichzeitig. Ich würde zumindest mal die eine Tutorial-Mission mit euch schaffen. Wir wollen ja auch nochmal irgendwie dann zu den Kreaturen und Tieren kommen, nicht wahr? Also ich behaupte mal, dass ihr da Bock drauf habt. So. Und die muss jetzt 100 Jahre überleben. Sieht nicht gut aus. Sie hat nicht genug Offspring. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Dann übertreiben wir es jetzt mal. Vielleicht geht es gar nicht anders, als dass ich es so spreade. Also so heftig spreade. So. Versuchen wir es nochmal mit ihr. Ja, der Baum hat halt auch zwei Früchte, ne? Die hat nur einen. Ja, schafft sie's. Nein, nicht schon wieder. Schon wieder abgestürzt. Och nö. Das ist ja ärgerlich. Also die Bewegungsanimation ist noch da, aber... Huch, was ist denn jetzt passiert? Ich bin nochmal rein, letzter Versuch. Also, ich habe jetzt übrigens mich eine Grundregel gebrochen übrigens. Ich kann eine alte Spezies, die ich schon erstellt habe, nehmen und bearbeiten. Was ich sehr schön finde, weil dadurch kann ich, ich weiß, dass es optisch komisch aussieht, die Spezies, die wir schon auf dem Planeten haben und die erfolgreich ist, habe ich jetzt einfach mal angepasst. Ich habe hier Äste gemacht und vielleicht auch mal ein paar Blätter mehr und versuche es jetzt noch ein letztes Mal. Ich habe noch ein paar Einstellungen verändert und hoffe, dass es nicht kracht. Es wäre so schade drum, weil ehrlich gesagt macht es mir Spaß. Auch wenn wir jetzt, wie soll ich sagen, so viele Abstürze hatten und es sich tatsächlich nur um Pflanzen erstmal dreht. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. So. Ich werde jetzt schauen, dass wir so viele wie möglich wieder verbreiten von den Dudes und hoffen, dass jetzt diese adaptierte Version erfolgreich ist. Also ihr seht, die sehen sich auch wirklich jetzt ähnlich. Ne? Und ich hoffe, dass der Erfolg der einen Pflanze genauso erfolgreich die andere Pflanze jetzt ist. Vielleicht mache ich nicht ganz so schnell. Nein, es will es leider nicht schaffen. Es ist noch eine Beta. Ich muss es leider zugeben, dass... es nicht funktioniert zumindest, dieses Tutorial. Aber ich glaube, dass wir es damit eigentlich auch geschafft hätten, ne? Wenn diese Pflanze jetzt platziert geworden wäre und auch stehen blieb. Vielleicht habe ich einfach am Anfang zu viel gewollt von den Einstellungen her und dann hat das Spiel das einfach nicht mehr gepackt. Ich bin gleich wieder zurück. So, ich bin jetzt ungefähr an der Stelle, wo wir das letzte Mal waren. Ich habe nochmal alles von vorne anfangen müssen. Komplett durchgespielt. Habe aber jetzt natürlich nicht mehr den gleichen schönen Planeten wie vorher. Aber es funktioniert jetzt. Ich habe alles nochmal frisch eingestellt und besser eingestellt. Und ich hoffe, dass wir jetzt das Tutorial auch gewinnen können zusammen. Oder schaffen können einfach. Gewinnen ist ja auch ein bisschen zu viel. Ne? Also gucken wir mal, ob wir das ins Jahr 400 schaffen und unsere Pflanzen und Lebensformen noch existieren. Das scheint wohl der Fall zu sein, aber... So, congratulations, you met and the main objective of this scenario and have unlocked the next scenario and the sandbox. Okay, sehr schön. Ich gehe mal zum nächsten Szenario. Seht ihr, es war nicht mehr weit weg, es hat sich leider nur auf dem letzten Moment aufgehängt. Szenario and goal.
Make sure that one species will live survives a century at the highest peak before the year 1000. Let's go. Okay. Das können wir ja anfangen, mal wieder eine schöne Pflanze zu machen. So. Aha. Ah, da kann ich mir die ganzen Sachen anschauen. Okay. Energy need for fruit. Okay, alles klar. Also, dann wollen wir erstmal anfangen. Wir wollen nicht zu groß bauen, aber auch nicht zu klein. Also fangen wir jetzt erstmal mit einer Pflanze an. Wir nehmen jetzt mal ein paar Blätter dazu. Wenn das klappen würde, wäre das super. Dankeschön. Erstmal hier oben ein paar Blätter. Dann werde ich mir einen Ast schnappen. Den setze ich dahin, weil er mir da gefällt. Da setze ich dann eine Frucht dran, weil mir das gefällt. Dann auch nochmal weitere Blätter, dass die auch überleben kann, diese Pflanze. Dann hätte ich gerne noch einen weiteren Ast. Diesmal in die Richtung. Da setzen wir eine nächste Frucht dran, wenn das Spiel das möchte. Und damit die auch überlebensfähig ist, weitere Blätter. Wir brauchen Sonnenkollektoren, meine Lieben. Und zwar nicht zu knapp. Hier darf man ruhig klotzen. So. Etwas buschig das Ganze. Oder dornig, würde ich sagen. Aber so ist er mal. Sag ich mal, ready? Gucken, was jetzt passiert. Wow, schaut mal hier. Sehen wir zum ersten Mal die Karte und es gibt einen Bereich da oben, wo sie nicht leben kann. Aber wir dürfen hier bei diesem Felsengebiet wohl starten. Also okay, dann wollen wir mal loslegen und setzen wir mal diese etwas merkwürdig anmutende Pflanze da oben hin und da unten hin. Dann gucken wir mal, wie sie wo gedeiht. Hm. Komm schon. Sehr schön. Und dann sagen wir ready. Create a plant, then instead of starting from scratch, mutate it to create a second. So, task. Make sure that one species mutated from an earlier species survives a century. Reward is none. Okay. Alles klar. Aber bevor wir das jetzt weitermachen, machen wir jetzt erstmal eine Pause. Ich weiß ja gar nicht, wie es euch gefällt, ne? Ich guck mal ganz kurz hier drauf. Deep Ground oder Shallow Water, Softness, Temperature. Ah, das ist jetzt alles mal so ein bisschen... Ah, Deep Groundwater, Softness. Aha, jetzt sehen wir dieses Ganze. Ah, wunderbar. Aha, und da habe ich auch sogar die einzelnen Parts. Ah, da kann ich überall draufklicken. Okay, und wie kriege ich das wieder weg? Ein Fall für die nächste Folge. Wow. Okay, muss man erstmal reinfinden. Also es wird natürlich hinten im Sandbox-Bereich natürlich ganz anders aussehen und viel mehr Begeisterung natürlich bei euch wecken. Aber wie es bei mir halt so ist auf dem Kanal, da spielt man halt mal einfach mal rein und lernt das Spiel auch zu kennen. Natürlich gibt es die stabile Version noch. Also ich bin ja wie gesagt in der Beta, wo das Sapling einfach funktioniert. Aber es gibt Gründe, warum ich mit euch das Sapling jetzt spiele, mit der Beta schon, und euch das im Vorfeld ein bisschen präsentieren möchte, weil... Insgesamt ist es bombastisch. Also für, sage ich mal so, Hobby-Evolutionsbiologen, für Biologen oder halt, wo Leute, die gerne Simulationsspiele auch mal spielen, ist es absolut zu empfehlen. Wie gesagt, es ist noch in der Entwicklung. Okay, aber für heute würde ich mal sagen, Ex Astra Scientia. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und bin mal gespannt auf euer Feedback. Und wenn euch diese doch ein bisschen wackelige Folge gefallen hat, trotzdem, dann nicht vergessen zu liken und auch vielleicht den Kanal zu abonnieren. Die eine oder andere Überraschung gibt es bei mir immer wieder. Okay, dann ciao, ciao.